Hi. Ja, ich habe jetzt schon länger keine Videos mehr gemacht, weil keine Zeit und so. Aber jetzt habe ich mal kurz ein bisschen Zeit und habe gedacht, ich mache mal ein bisschen was. Ich habe ein bisschen eingekauft. Ich war bei DM, LE Shopping und LE Shopping machen. Ich habe LEs geshoppt. Und ja, es waren ja so einige LEs draußen, von denen ich irgendwie so gar nichts mitgekriegt habe. Und das erste, was ich gekauft habe, war von Essence, gab es diese Guerilla Garden LE. Da habe ich mir, muss mal kurz gucken, da habe ich mir die zwei Lip Creams und die beiden Rouge-Dinger gekauft. Wenn das ein bisschen blendet, dann tut es mir leid, aber hier scheint gerade die Sonne so voll mega rein. Und zwar einmal das Rote, das heißt, das ist die Nummer 02 Floral Glam. Das ist halt so ein sehr schönes Rot. Und dann habe ich mir auch dieses Pink-Lilane gekauft. Das ist die Mission Flower. Das sieht so sehr pink aus, aber es hat so ein bisschen so einen schönen lila Einschlag. Und wie gesagt, dann habe ich mir auch diese beiden Matte Lip Creams gekauft. Auch einmal die Floral Glam. Swatch euch das mal kurz. Und dann auch die Mission Flower, weil ich diese Lip Creams noch so gar nicht hatte. Von keiner Marke. Und da habe ich gedacht, probierst du das mal aus. Wow. Also das ist hier wieder diese Floral Glam und das Pinke darunter ist die Mission Flower. Die fand ich ganz schön. Dann habe ich bei Catrice aus dieser Geometrix LE habe ich mir auch diese Lip Cream mitgenommen. Die swatche ich euch mal. Das ist auch so ein schöner, oh, ein schöner Rotton. Der ist da unten. Und dann war da noch eine andere LE. Da habe ich mir nur das Blush mitgenommen. Das ist die It Pieces Gradation Powder Blush. Das hat halt so einen hübschen, ups, so einen hübschen Farbverlauf und das glitzert auch sehr. Swatcht euch das auch mal. Wow. Wow, Sonne. Das ist einmal da. Das ist ein sehr schöner frischer Ton. Gefällt mir sehr gut. Dann, ich weiß jetzt leider nicht ungefähr genau, was die gekostet haben. Ich glaube, das Lipgloss hat irgendwie 3,99 gekostet. Das Blush auch so um den Dreh rum. Essence war, glaube ich, so um die 2,99. Dann habe ich mir aus dem Standardsortiment von Essence nochmal so eine Matte Lip Cream mitgenommen in Smooth Berry. Ich blende euch hier total. Ich sehe überhaupt nichts. Macht nichts. Das ist einmal da unten. Ist halt so ein bisschen so ein Rotton, der so ins Pinke geht. Und dann habe ich von P2 so einen Blush-Stick. Ich muss mal einmal kurz meine Swatch-Hand. Das war, ich glaube, die LE heißt Let's Rock oder so ähnlich. Das ist halt einfach so ein Blush-Stick. Da sind auch wieder so Glitzerpartikelchen drin. Na, der sieht sehr schön frisch aus. Kann ich mir sehr gut als so ein Alltagston, der heißt Pink Infinity. Da gab es noch so einen bräunlichen, aber den fand ich jetzt nicht so toll. Und dann habe ich von P2 die Far East So Close LE entdeckt.
Da habe ich mir zwei Lippenstifte mitgenommen. Einmal die 010 Lilly. Sind also eine dünne Dinger. Eine dünne Lippenstifte. Sehr cremig, sehr glossy. Und dann einmal die Azalee. Also einmal da oben der Lilly und da unten dieser Azalee Lippenstift. Und dann habe ich mir diese beiden komischen Liquid Blushes mitgenommen. Einmal Cherry Blossom. Das ist so ein peachiger Ton, die sind beide mit Glitzer, also sie sind nicht matt. Und dann habe ich mir noch mitgenommen die Lotus Flower. Wenn man die mal so nebeneinander hält. Mal gucken, dass ihr was sehen könnt. Also das ist der Cherry Blossom und das ist der Lotus Flower. Und aufgetragen sehen die so aus. Also das ist der Cherry Blossom. Das ist dieser Lotus Flower, finde ich sehr, sehr schön. Und ich mag Blush gerne schimmernd, also von daher fand ich die ganz cool. Also ich mag auch matte Blushes gerne, aber ich mag halt auch gerne so schimmernde Blushes, deswegen habe ich gedacht, und ich habe schon ewig nichts mehr von P2 gekauft, deswegen habe ich gedacht, ich nehme das mal mit. Dann habe ich, was ich ganz lustig fand, im Lidl gab es mal so eine Kosmetik-Dings, das steht da glaube ich auch immer noch, die gibt es also glaube ich immer noch, und da habe ich mir auch 4 Lippenstifte gekauft. Einmal Pink Explosion. Das riecht so ein bisschen nach Duschgel. Halt einmal so ein Pink. Weil ich stehe ja so auf Pink und Rot bei Lippenstift. Dann Neon Coral. Ist jetzt nicht so wirklich Neonfarben, aber ist halt so ein schöner Korallton. Dann Berry Cocktail. Der aber relativ sehr rötlich ist, wie man sieht. Und dann zu guter Letzt Spicy Red. Das ist aber so ein sehr orangelastiges Rot. Also das obere ist halt dieses Berry Cocktail und dann ist das halt so ein bisschen mehr so ein orange-stichiges Rot. Aber die fand ich auch sehr schön. Das andere war so ein Nude und so ein hellrosa, aber so hellrosa stehe ich jetzt nicht so drauf. Und tja, deswegen habe ich gedacht, nehme ich die mal mit. Das war eigentlich so alles, was ich mir in letzter Zeit gekauft habe. Dann habe ich bei eBay noch was gekauft. Und zwar diese Nagelstäbchen-Dinger. Das sind, glaube ich, 50 Stück. Die haben, glaube ich, gekostet, weiß ich nicht, 2-3 Euro oder so. Und dann habe ich mir so eine, jetzt versuche ich euch nicht zu blenden, Metallplatte gekauft, weil ich mag das nicht, wenn ich so meine Foundation immer auf der Hand habe und so. Deswegen habe ich mir das Ding gekauft. Und da war auch so ein lustiger kleiner Spatel mit bei. Der hat halt eine ganz flache Seite. Und eine Seite, die ist halt so ein bisschen, das ist halt so eine Spitze, die ist so ein bisschen gebogen. Das war alles, was ich mir gekauft habe so in letzter Zeit. Habt ihr auch irgendwas von den LEs gekauft? Seid ihr damit zufrieden? Fandet ihr das gut? Mehr habe ich auch im Moment so jetzt nicht zu sagen. Ich versuche noch ein, zwei Videos vorzudrehen, damit ich nicht immer so 2-3 Wochen Pause zwischen den Videos so habe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.